Herzlich willkommen. Wir haben jetzt eine Stunde miteinander, um Regeln in der Wikipedia zu besprechen. Das ist nur so ein bisschen die größere Klammer. Der Anstoß war eigentlich, Wiki für alle zu besprechen und die Themen, die alle da drin sind. Wer jetzt noch nicht weiß, was Wiki für alle ist, das werden wir gleich erläutern und welche Themen da drin stecken, da werden wir auch drauf kommen und werden 60 Minuten Zeit haben, das zu diskutieren. Wie beim ersten Panel auch. Wir werden hier eine Unterhaltung miteinander haben und dann natürlich auch Zeit haben, ins Publikum zu fragen. Und ich würde es euch auch so ein bisschen überlassen, wie viel ihr miteinander sprechen möchtet und wie viel mit den Teilnehmenden hier im Raum. Dann stelle ich euch mal kurz vor, damit wir gleich loslegen können. Maria, hallo. Du bist Mitarbeiterin bei Wikimedia Deutschland und bist da im Team Ideenförderung. Und deine Perspektive heute wird sein, ein bisschen aus Vereinssicht drauf zu schauen, das Thema zu beleuchten, was macht man eigentlich bei Wikimedia Deutschland und welche Dinge fördert ihr? Ja, passt das? Gute Zusammenfassung. Alles klar. Theresa Hannig, guten Tag, hallo. Hallo. Du bist diejenige, die Wiki für alle angestoßen hat. Du bist außerdem Autorin und Netzaktivistin, steht glaube ich noch. Das Netzaktivistin hat irgendjemand in meinen Wikipedia-Artikel geschrieben. Ja, das ist ganz lustig, ne? Da können wir ja gleich mal drüber reden. Ich habe das auch schon von anderen Leuten gehört. Bei Jan Böhmermann lief ja auch, Jan Rainer Böhmermann würde ja gar nicht heißen. Ne? Manchmal stehen so Sachen in der Wikipedia, woher man gar nicht weiß, wo sie kommen. Gut, schön, dass du da bist. Und danke, dass ich hier sein darf. Ja, Andreas Paul. Hi. Wie lange bist du schon bei der Wikimedia? Pedia? Wikipedia, oh, du musst Pedia. Hier ganz doll unterscheiden, weiß sonst das. Machst du hier böses Blut. Seit über 10 Jahren. Also ich habe aufgehört irgendwie so auf das Datum und auf die Menge. Also beim typischen Wikipedia-Autor zählt auch gar nicht so sehr die Zeit, sondern es zählen die sogenannten Edits. Also wie viel Editierungen man gemacht hat. Guter Punkt. Und ich bin so ein ganz durchschnittlicher Wikipedia-Autor. Mein Level liegt irgendwo oberhalb von 10.000. Das hört sich für den Nicht-Autor und Autorin erstmal sehr viel an, ist aber so ein völlig durchschnittlicher Wert. Gut, alles klar. Das gut, heißt, wunderbar. Du bist der Experte aus der Community. Das ist heute deine Perspektive. Ich habe den Part heute des Experten. Des genau. Experten aus der Community. Oder wurde es auch, hast du Erklärbär genannt, richtig? Erklärbär, du darfst auch das zu mir sagen. Der Erklärbär, okay, Erklärbär. Alles klar. Und Kilian Kluger, hallo, herzlich willkommen auch in der Runde. Hallo. Du bist Beisitzer mit anderen Beisitzenden im Präsidium für Wikimedia Deutschland. Und wirst für uns die Präsidiumseinsicht einnehmen und dann auch mal ein bisschen längerfristig schauen, was sind eigentlich so strategische Entwicklungen bei den Themen, die wir gleich besprechen werden. Okay, runde Sache, können wir loslegen? Sofort. Okay, ich würde gern mit euch anfangen zu sprechen über Einstieg in die Wikipedia. Andreas, ich kenne die Wikipedia und ich nutze sie und ich würde jetzt gerne meinen ersten Edit machen. Du hast eben schon gesagt, du hast so ein bisschen über 10.000. Was mache ich dann? Ich versuche mal, die Frage ein bisschen abstrakter zu beantworten. Hm? Wer in einem Gebiet Fachkenntnis hat, keine Ahnung, ich habe mit einem Herrn gerade gesprochen, der hatte in Germanistik Ahnung, ein Professor der Germanistik. Wenn du da Ahnung hast und an einen Artikel schreiben willst oder an einem Artikel etwas ändern willst, dann ist der typischste Konflikt am Anfang der, dass Wikipedia falsch verstanden wird. Deswegen erkläre ich es. Also, wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit schreibe, meinetwegen meinen Master mache oder was auch immer, dann benutze ich 2 Arten von Quellen. Ich benutze Primärquellen und Sekundärquellen. Also ich zitiere aus anderen Büchern zum Beispiel oder ich mache eigene Experimente oder ähnliches. Das ist in Wikipedia völlig tabu. Das darf ich gar nicht benutzen. Wikipedia versteht sich als reine Tertiärquelle. Das heißt, sie darf nur auf Basis hochwertiger Sekundärquellen überhaupt Inhalte erstellen. Das heißt, selbst wenn ich der Meinung bin, ich habe meinetwegen einen tollen Gedanken bei Germanistik und ich habe da was erforscht und das ist in meiner Universität super angekommen, es hat erstmal eine Wikipedia auf diesem Wege nichts zu suchen. Das heißt, an dieser Stelle entsteht bei dem typischen Akademiker, der sich bei der Wikipedia beteiligen will, erstmal Frust. Das merke ich oft, wenn ich bei der langen Nacht der Wissenschaften irgendwo einen Stand habe und irgendwo mit den Leuten rede und dann wird abgewunken, sie benutzen es ja alle, die Wikipedia. Sie sagen es bloß an der Stelle nicht. Aber wer halt sich beteiligen will, hat an der Stelle erstmal Frust. Mhm. Reicht es? Ich kann jetzt stundenlang erzählen. Das ist ganz gut. Theresa, geben wir doch mal an dich weiter.
du hast auch irgendwann angefangen, die Wikipedia zu editieren. Wie war deine Erfahrung? Ja, gemischt. Ich bin hier wegen des Projekts Wiki für alle, was wahrscheinlich nicht alle kennen. Ich möchte mal kurz mit einem Gedankenexperiment anfangen, nur um mal so ein bisschen den Einstieg zu machen. Stellt euch mal vor, ihr interessiert euch für Fußball. Und zufälligerweise, wir sind in Berlin, ihr interessiert euch für den Hertha BSC Berlin. Und dann sucht ihr im Internet nach Spielern des Hertha BSC Berlin. Und ihr findet nichts. Es gibt nichts über die Spieler. Dann denkt ihr, okay, das sind ja Fußballer, also suche ich nach Fußballer. Und was kommt? 100 Hits über den FC Bayern. Sagt ihr, FC Bayern, ich will ja eigentlich Hertha BSC. Guckt ihr weiter, wenn ihr FC Bayern selber sucht, findet ihr auch FC Bayern. Aber auch wenn ihr Fußballspieler sucht, findet ihr auch nur Leute vom FC Bayern. Und dann schaut ihr bei der Wikipedia nach einer Liste von Fußballspielern und die ersten 100 Einträge sind alle FC Bayern. Und ganz unten steht dann ein Spieler von Hertha BSC Berlin. Und so ungefähr ist es für deutschsprachige Science-Fiction-Autorinnen. So bin ich nämlich zu dieser ganzen Geschichte gekommen. Ich wollte eigentlich nur deutschsprachige Science-Fiction lesen und einfach mal, weil es mein Interessensgebiet halt ist, von Frauen geschrieben und habe das gesucht und habe es nicht gefunden. Es war einfach nicht auffindbar. Und dann dachte ich mir, okay, wenn es nicht auffindbar ist, also bei Wikipedia gab es eine Autorenliste. Es gab auch eine Autorenliste für Science-Fiction-Autoren in deutscher Sprache. Und da waren auch die Frauen. Aber die waren halt untergemischt. Das heißt, ich hätte im Jahr 2019 per Hand jede einzelne Frau raussuchen und rausschreiben müssen. Was jetzt mir als deutschsprachiger Frau im deutschsprachigen Raum noch einigermaßen einfach fällt, obwohl es ganz schön aufwendig ist, aber spätestens bei irgendwelchen Vornamen, die jetzt nicht deutsch sind, die jetzt japanisch oder türkisch oder sowas sind, weiß ich ja gar nicht mehr, ist das jetzt eine Frau oder ein Mann. Das heißt, mein Forschungsinteresse in diesem Fall konnte einfach überhaupt nicht befriedigt werden. Deshalb habe ich gesagt, okay, Wikipedia ist ja super, das ist eine Enzyklopädie von allen für alle, dann mache ich doch jetzt einfach auch was von mir erstmal, erstelle eine neue Liste, nämlich die Liste deutschsprachiger Science-Fiction-Autorinnen und teile diesen Link dieser neu erstellten Liste, weil ich kenne ja irgendwie nur 3, 4, 5, teile den in meiner Community und sage, ey Leute, ihr kennt alle die Wikipedia, jetzt macht doch mal mit und schreibt da alle die Science-Fiction-Autorinnen rein, die ihr gut findet. Habe das gemacht, hat ein super Echo gefunden bei mir in meiner Twitter-Blase, wie es so schön heißt. Das Dumme ist nur, dass am gleichen Abend schon der erste Löschantrag da war. Und zwar aus den Gründen, diese Liste sei redundant, irrelevant und dubios. Und da dachte ich mir, okay, lass mal kurz überlegen. Also redundant, weil es gab ja schon die Autorenliste. Dann sage ich ja, okay, da sind ja aber, wie gesagt, nur die Autoren. Und wenn ich nach Autorinnen suche, bei Google finde ich nichts. Nach dem Stichwort Science-Fiction-Autorinnen, da kommt kein Hit. Ich muss nach den Autoren suchen und es suchen. Das heißt, die Liste ist nicht redundant. Es gibt sie in dieser Form noch nicht. Und genauso wenig ist sie irrelevant, denn ich kann ja auf eine andere Art und Weise gar nicht diese Leute finden. Deshalb muss diese Liste, ich bin ja nicht der Einzige, der dieses Interesse hat. In dem Fall bin ich vielleicht der Erste gewesen, der dafür in Aktion getreten ist. Aber wahrscheinlich suchen auch mal andere Leute Science-Fiction-Autorinnen. Insofern ist diese Liste auch sehr relevant. Und der letzte Punkt, dass es dubios sei, ist einfach, sage ich mal, eine Gemeinheit oder eine rechte Arroganz desjenigen, der den Löschantrag gestellt hat, gegenüber all den Editorinnen und Editoren, die diese Liste gepflegt haben. Denn es waren hauptsächlich Leute, wie wir heute gehört haben, die Wikipedia eigentlich braucht. Neue Leute, die dazukommen und sagen, ja, ich will mitarbeiten. Und gerade die wurden verprellt. Gerade die wurden als Leute bezeichnet, die jetzt nur hier, ich möchte es jetzt zitieren, Sockenpuppen seien. So ist der Fachterminus für Leute, die nicht gern gesehen sind in der Wikipedia und irgendwelche Meta-Accounts sind von irgendwelchen Leuten. Also es wurde in jeder Richtung, inhaltlich, vom Umfang her, von den Leuten her, wurde diese gesamte Arbeit an dieser Liste schlecht gemacht. So kam es auf jeden Fall bei mir an. Es war eine Löschdiskussion, 2 Wochen haben wir darüber diskutiert, am Ende durfte die Liste bleiben, nach einigem Hin und Her. So gesehen hätte ich eigentlich sagen können, okay, wunderbar, Mission erfüllt, alles klar, ab jetzt kann man nach deutschsprachigen Science-Fiction-Autorinnen suchen. Aber dann dachte ich mir, ist ja blöd. Jetzt habe ich diesen Kampf gekämpft, habe diese ganzen Ärger gehabt, habe diese ganzen Diskussionen gehabt. Wenn jetzt die nächste Frau ankommt und zum Beispiel eine Liste von Poetry-Slammerinnen eintragen will, wird es sofort gelöscht, weil die Liste soll doch bitte Liste von Poetry-Slammern heißen. Egal, ob da 100 Frauen und nur ein Mann drin stehen. Im Augenblick muss es Liste von Poetry-Slammern heißen. Und da habe ich gesagt, das ist doch blöd. Also es ist nicht nur ungerecht, sondern es stellt auch die Realität nicht richtig dar. Und die Wikipedia soll eine Enzyklopädie sein, die die Realität darstellt. Und so kam es dann zu diesem Projekt Wiki für alle. Das heißt, wir haben eine Petition gemacht auf Change, haben Leute dazu aufgerufen, sich zu beteiligen an der Wikipedia und auch
von außen zu sagen, dass sie ein Interesse daran haben, als Lesende der Wikipedia, dass geschlechtergerecht dargestellt wird. Und zwar nicht nur im Sinne von Gerechtigkeit, sondern gerecht im Sinne von einer Form entsprechend, also so bedarfsgerecht, geschlechtergerecht eben, dass alles so dargestellt wird, wie es in der Realität ist. Und zu dieser Petition kamen dann noch zwei Meinungsbilder, das ist so der Entscheidungsprozess innerhalb der Wikipedia, und eine Umfrage, wo eben verschiedene Dinge geklärt werden sollten, unter anderem, wie man solche Listen in Zukunft handhabt. So, und jetzt mache ich erstmal eine Pause. Das ist erstmal Wiki für alle Luft gewesen. Holen, Schluck Wasser trinken. Dankeschön. Da stecken ganz viele Themen drin, die sich überlagern. Das versuchen wir jetzt mal aufzudröseln. Andreas, du... Ja, die kommen gleich. Aber welche du musst noch mal, Gerechtigkeit war ja, du musst noch kurz mit deiner Expertise, erklär der Expertise glänzen. Erklär uns doch mal kurz Relevanzkriterien. Da schrieb jemand, ist redundant und dubios. Erklär das mal kurz. Also im Grunde genommen... Rein vom Formalen, das ist jetzt so eine Frage, die zu Formalien zielt. Es ist so, dass es laut Statistik, ich habe gestern reingeguckt, 19.000 aktive Autoren gibt. Als aktiv gilt laut Statistik, wer mindestens einmal im Monat editiert. Von diesen 19.000 sind aber ungefähr 300 nur bei solchen Diskussionen beteiligt. Noch weniger bei den Löschdiskussionen oder bei ähnlichen Sachen, die für den entsprechenden, der es initiiert, erstmal dramatisch ankommen, aber im Prinzip sind es nur wenige. Das liegt im Grunde genommen an dieser organisatorischen, sehr chaotischen Struktur der Wikipedia-Autoren, weil jeder spezialisiert sich auf bestimmte Dinge. Und die meisten Wikipedia-Schreibenden sind in Bereichen unterwegs, wo im Prinzip nie das Licht der Öffentlichkeit hinblickt. Da vielleicht auch mal eine Zahl, die an Artikeln gibt es in der deutschsprachigen Wikipedia, glaube ich, 2,2 Millionen. Aber Seiten selber gibt es 6,8 ungefähr Millionen. Das heißt, die meisten Seiten sind völlig unsichtbar für die Öffentlichkeit. Da stehen Regeln drin, da wird diskutiert, was auch immer. Die goldene Regel lautet, die Diskussionsseiten sind meistens länger und voller als die eigentlichen Artikelseiten. Okay. Ja. Und in diesem Chaos, in diesem ganzen Gewirr, jetzt irgendwo dazu einer so, sag ich mal, sachlich vernünftigen Entscheidung zu kommen, wie es Theresa gerne gehabt hätte, ist so funktioniert das halt nicht. Das ist das Problem. Okay. Also dann greife ich mir doch mal ein Thema dabei raus. Du hast jetzt angesprochen, es gibt formelle Aspekte, es gibt Strukturen in dieser Autoren-Community, die bestimmte Dinge hervorrufen. Aber was du ja auch ansprichst in dieser Debatte, ist das Geschlechterproblem. Also einerseits das Autorinnen unterrepräsentiert sind in der Community, aber auch, dass zum Beispiel Artikel über Frauen wesentlich geringer gestellt sind. Maria, Frage an dich, jetzt kommst du rein, und Kejan gleich auch noch. Was tut Wikimedia Deutschland gerade, um das anzugehen? Oh, wow. Ja. Kannst gern klein anfangen und dann ins Große gehen. Also ich finde es schon mal ganz gut, dass du die zwei Ebenen da aufgemacht hast, die ich auch sehe bei dem Problem. Ne? Einmal diese, wie wir sagen, Content Gap. Ne? Es gibt einfach weniger Biografien zum Beispiel von den Personen, die in den letzten 100 Jahren irgendwie relevant waren. Gibt es viel mehr zu Männern. Artikel über Frauen sehen anders aus. Das ist jetzt nicht bloß in der deutschsprachigen Wikipedia so, sondern in Infoboxen wird zum Beispiel viel häufiger bei Frauenbiografien die Ehepartner genannt, das passiert bei Männern nicht. Die Bereichen Familie und Ehe und Privates ist bei Frauen meistens viel ausgeprägter. Das ist so irgendwie diese Inhaltsebene, die ich glaube ich, die problematisch ist, die, wie du auch sagst, wenn Wikipedia die Realität darstellen soll, dass es dann eben diesen Anspruch da nicht erfüllt. Und dann die ganze Sache mit Autorinnen, ja genau, dass die Anzahl von weiblichen Editorinnen so viel niedriger ist als die von männlichen. Da gibt es verschiedene Zahlen für. Ich habe in deiner Petition auch mal reingeguckt. Ich glaube, du zitierst 90% männliche Autoren. Das war eine Umfrage von der Wikimedia, aber das war international, glaube ich, auch. Genau, also es gibt da auch verschiedene Zahlen, die reichen, egal welche Umfrage man sich da gerade anguckt und welche Studie von, dass es nur 9% weibliche Editorinnen gibt, so, und manche sagen aber auch, es gibt 22%, also das ist so
unterschiedlich, würde ich sagen. Kommt meistens aufs Erhebungsmodell an. Und du willst jetzt wissen, was jetzt quasi der Verein gegen dieses Ungleichgewicht macht. Wir haben ja so ein paar Projekte, habe ich gehört. Wir haben ein paar Projekte. Mhm. Vielleicht gehe ich mal aufs Einfachere ein, auf diese Inhaltsebene. Da, also der Verein ist ja dafür da, oder zumindest ich und das Team von uns. Ein großer Hauptpunkt von uns ist, die bestehende Community in ihrer Arbeit zu unterstützen. Und wir haben ganz viel Glück, dass es ganz viele Menschen gibt, ganz viele Aktive aus der Community, die das auch problematisch sehen und die da super gern was machen wollen. Meistens läuft das darauf hinaus, Schreibwerkstätten zu machen zu bestimmten Themen. Gerade dieses Jahr haben wir wieder, also haben wir irgendwie mit dem Journalistinnenbund eine Schreibwerkstatt gehabt. In Frankfurt gab es eine Schreibwerkstatt zu Filmschauspielerinnen und Theaterregisseurinnen. Also das heißt, eine Gruppe kommt auf uns zu oder Aktive kommen auf uns zu und sagen, wir sehen das problematisch an, wir möchten da gerne was machen, könnt ihr uns unterstützen? Und dann versuchen wir da unser Bestes zu tun. Mhm. Bei dieser produktiven und relativ auf einem operativen Level zu helfen. Und also tatsächlich, wenn man sich so die Studien dazu anschaut, weil das ja auch immer wieder Leute gibt, die da Wirkungsmessungen machen wollen, sind das anscheinend tatsächlich die effektivsten Maßnahmen, um das anzugehen. Ne? Das heißt, durch diese ganzen Maßnahmen, die jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch international natürlich von ganz vielen gefördert werden, hat es tatsächlich schon einen Unterschied gegeben. Und die Masse an Artikeln und der Inhalt konnte da tatsächlich gesteigert werden. So, um jetzt den ein bisschen schwierigeren Teil, würde ich mal sagen, anzusprechen, so diese Anzahl von Editorinnen. Also ich würde ganz gern auch, ich meine, klar, wir sitzen jetzt hier irgendwie gerade, weil es um eine Liste von Autorinnen ging, aber das ist ja nicht bloß, also diese Situation betrifft ja nicht nur Frauen. Das ist ja für ganz viele andere marginalisierten Gruppen genau dasselbe, so für ganz viele andere Themen genau dasselbe. Also ich würde mich voll freuen, wenn die Diskussion da auch drüber hinausgeht, ne? Und dass man Inhaltslücken in ganz anderen Themen auch anspricht, angeht. So, bei diesem, warum gibt es so wenige Frauen oder was kann man da machen, müsste man sich erstmal die Ursachen oder die Gründe angucken, warum viele denken, dass das so ist. Ganz weit vorne steht da immer, der Umgangston ist so rau, die Kommunikationskultur, die Diskussionskultur passt nicht zusammen mit diesen traditionellen Genderrollen oder diesen traditionellen Zuschreibungen, die man Frauen gibt. Ne? Die Umfragen, die da immer wieder gemacht werden oder die Untersuchungen sagen, Frauen möchten gerne lieber gemeinschaftlich arbeiten und nicht so viel streiten. nicht sich unbedingt so viel Kritik aussetzen. Und wenn man jetzt sagt, okay, das ist quasi einer der Hauptgründe, warum es so eine Schieflage gibt, kann man daran arbeiten, dass man das vielleicht verbessert. Willkommenskultur, Diskussionskultur, deswegen heißt es ja hier auch ein Gespräch über Diskussionskultur, dass man quasi über diesen Hebel rangeht und damit versucht, das Grundproblem zu lösen, weswegen dann vielleicht zumindest im Moment noch weniger Frauen beitragen als Männer. Und dafür gibt es auch einige Projekte, zumindest jetzt bei uns, aber auch die international, die Foundation macht da auch ganz viel zu, also die Stiftung, die quasi überlagernd ist, die versuchen, die Community irgendwie gesund, also Community Health heißt es dann, da Maßnahmen zu starten bei uns. Wir selber gucken uns auch im Moment so Diskussionskultur eher so den Ist-Zustand an. Mhm. Bei welchen Konflikten, welche Probleme sind es dann und welche Maßnahmen kann man dann auch ergreifen. Ansonsten haben wir jetzt gerade im Moment auch zum Beispiel so Kommunikations- und Konflikttrainings, die wir für Community anbieten, damit Community-Mitglieder da vielleicht einen anderen Blick drauf bekommen, andere Kompetenzen entwickeln, so eine Diskussion online zu führen und lösen zu können. Und das quasi über einen etwas größeren Hebel anzugehen und vielleicht dann zu versuchen, dass
die ganze Situation so wird, dass Menschen sich eben willkommen fühlen und dass Menschen auch einfacher mitmachen können, zum Beispiel Frauen, aber auch andere Gruppen, die jetzt quasi unterrepräsentiert sind. Super, danke schön. Jetzt bist du dran mit Wasser trinken und Luft holen, alles klar. Kilian, im Präsidium ist es ja eure Aufgabe, auch noch ein bisschen übergreifender drauf zu schauen, wie entwickeln sich solche Themen, das ist ja auch nicht neu. Nun ist es nicht so, dass die Wikimedia und die Projekte so funktionieren, dass die Community ein paar Regeln macht und das Präsidium guckt drauf und sagt so, jetzt macht ihr das und dann wird das ein bisschen unten von oben und ein bisschen von unten geregelt, sondern es ist ein ständiger Dialog. Wie geht ihr denn aus Präsidiumssicht an sowas ran? Genau, an der Stelle würde ich erstmal das aufgreifen, was du jetzt zum Schluss angesprochen hast, was denke ich erstmal wichtig zu verstehen ist. Wir haben den Verein Wikimedia Deutschland und da bin ich Teil des Präsidiums. Und der Verein und die Wikipedia-Community sind aber formal gesehen jedenfalls zwei getrennte Dinge. Die Wikipedia-Community, das sind Ehrenamtliche, die sich online selbst organisieren, auf den Servern, die von der Wikimedia Foundation bereitgestellt werden, selbst organisiert die Wikipedia schreiben, die Regeln aufstellen, die Regeln verändern, diskutieren. Und dann haben wir daneben den Verein, in dem die meisten, die hier sitzen, ja auch Mitglied sind oder auch Mitarbeitende sind. Und dieser Verein fördert zum Beispiel über das Team, dem Maria angehört, die Wikipedia-Community. Und da merkt man dann auch schon dran, das Präsidium hat zwar relativ großen Einfluss darauf, was der Verein tut, wo sich der Verein strategisch hin entwickelt, aber hat nur sehr, sehr begrenzt Einfluss darauf, was die Wikipedia-Community macht, einfach weil wir gar keine Möglichkeit haben, direkt auf deren Regeln einzuwirken. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass dann zum Beispiel ein Meinungsbild erstmal dem Präsidium vorgelegt wird und das hat dann dazu eine Meinung, sondern ein Meinungsbild ist zum Beispiel was, wo zum Beispiel Therese, aber auch andere Wikipedianerinnen und Wikipedianer sich überlegen, dass sie gerne irgendwelche Regeln ändern wollen. Dann schreiben die einen Beschlusstext und stellen das der Community zur Abstimmung. Da hat aber der Verein gar nichts mit zu tun und hält sich auch ein Stück weit ganz bewusst daraus. Das heißt, die Community ist selbst organisiert und soll das Ganze auch natürlich weiterhin bleiben. Was wir als Präsidium aber natürlich sehen, ist, dass wir ein großes Problem damit haben, dass wenige Menschen nur bei der Wikipedia mitmachen und es natürlich auch für Neulinge relativ schwierig ist, in diese Projekte reinzukommen, einfach weil das gewachsene Strukturen sind. Andreas hat es gerade schon kurz angesprochen, relativ komplex, relativ verworren, umfangreiches Regelwerk. Und deswegen haben wir aus Präsidiumssicht natürlich auch die Frage, was können wir eigentlich tun, um das zu verbessern, ohne dass wir jetzt der Community in ihre Regeln zum Beispiel reinregieren könnten, sozusagen. Und da ist ganz wichtig, das ist unser, falls Sie sich das schon mal angeschaut haben, unser strategisches Handlungsfeld 1, was sich eben mit der Förderung der Ehrenamtlichen in den Wikimedia-Projekten beschäftigt. Und da ist ein Ziel, ganz bewusst auch einerseits neue Ehrenamtliche zu gewinnen, die Hürden dafür abzubauen, verschiedene Angebote zu machen, seitens des Vereins und aber auch die Wikipedia-Community nicht nur bei ihren eigenen Initiativen zu unterstützen, sondern zumindest ein Stück weit auch immer Impulse zu setzen und Diskussionsangebote zu machen. Und zum Beispiel ist dieses Training zum Konfliktmanagement, was Maria gerade erwähnt hat, ist zum Beispiel ein Produkt letztendlich dieser Strategie, was die Geschäftsstelle dann umsetzt, wo wir sagen, wir sehen hier ein Problem da drin, dass es Konflikte gibt, dass die Diskussionskultur in der Wikipedia häufig sehr, sehr ruppig und abschreckend ist. Und dann können wir zwar keine Regeln machen, aber was wir machen können, wir können sagen, hier, wir bieten interessierten Community-Mitgliedern die Möglichkeit, sich zu diesem Thema weiterzubilden. Und das stößt, soweit ich das sehe, auch immer auf großes Interesse seitens der Community. Dankeschön. Ich würde gerne den nächsten Aspekt aufmachen, das generische Maskulinum. Andreas und Theresa, und Theresa erstmal die Frage an dich. Du setzt dich ein für geschlechtergerechte Sprache in der Wikipedia. Erklär uns kurz, was es mit dem generischen Maskulinum auf sich hat. Ja, das ist so eigentlich, was ich vorhin erwähnt hatte. Also wenn wir eigentlich von Autoren, Schauspielern, Politikern reden, heißt es so schön, dass wir eigentlich immer auch die Frauen mit meinen. Tatsächlich haben aber viele Forschungen gezeigt, dass wir das nicht mitdenken,
Das heißt, wenn die Leute uns was erzählen von Professoren, denken die meisten Leute an Männer. Wenn es um Politiker geht, denken sie an Männer. Wenn es um Sportler geht, denken sie an Männer. Noch ein kleines Gedankenbeispiel für Sie. Sie erinnern sich letztes Jahr, als diese Fußballmannschaft, schon wieder Fußball, diese thailändische in der Höhle gefangen war und dann von Rettungstauchern gerettet wurde. Wissen Sie, wie viele Frauen da beteiligt waren? Es waren nämlich auch Rettungstaucherinnen beteiligt, von denen hat aber nie jemand gesprochen. Das heißt, wir haben lauter heroische Rettungstaucher, die da diese ganze Fußballmannschaft rausgeholt haben in unserem Kopf. Das sind einfach nur so Bilder und diese Bilder sind einfach ständig da und diese Bilder reproduzieren gesellschaftliche Strukturen, die wir haben. Und das ist einfach schon bekannt, dass es so ist. Viele Leute sagen, sie finden das jetzt nicht. Dann sage ich, okay, aber die Statistik oder die Forschungen schauen einfach anders aus. Und deshalb haben wir einfach gesagt, um die Realität wieder abzubilden, wäre es sinnvoll, eben Frauen und Männer zu nennen. Und dafür gab es eben diese Meinungsbilder, die allesamt extrem eindeutig gescheitert sind. Und um kurz zur Kommunikationskultur zurückzukommen, aus erstaunlichen Gründen. Erstens ist es gescheitert, weil es angeblich formal gescheitert ist, wobei die formalen Gründe keine formalen Gründe waren. Also es wurden formale Gründe angegeben wie Schluss mit dem Gender-Scheiß oder ihr nervt uns. Dann denke ich mir, okay, wenn ich schon eine Unterscheidung zwischen formal und inhaltlich habe, dann sollte ich doch wenigstens mich dran halten. Das andere war einfach, dass wir persönlich nicht gemocht wurden und man gesagt hat, die Idee ist ja gar nicht schlecht, aber ihr kommt von außen, deshalb wollen wir das nicht. Und das ist uns politisch sowieso zu weit gesteuert. Die Wikipedia soll neutral sein. Also das ist quasi total schwierig, wenn die Gender-Debatte von vornherein als nicht neutral betrachtet wird, ist es per Definition, per sich selbst gesetzte Definition von vielen Wikipedianerinnen und Wikipedianern gar nicht möglich, das einzuführen. Andreas, warum ist es so schwierig, Sachen, die offensichtlich doch eigentlich gut sind, zu ändern in der Wikipedia? Also vorneweg erstmal, ich finde es interessant, dass du immer wieder Fußball ansprichst. Also ich kann zum Beispiel gar nichts mit Fußball anfangen, aber du dominierst hier das Männerthema, das Typische, was man so assoziiert. Aber lassen wir das beiseite, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich mache mal so ein Experiment hier, eine Runde. Das stammt gar nicht von mir, sondern ich hatte vor 3 Wochen ein sehr interessantes Gespräch mit der Chefin von der Duden-Redaktion. Die hatte mich darauf gebracht. Versuchen wir mal gemeinsam zu definieren, was wir unter Sekretärin verstehen. Was ist eine Sekretärin? Einfach mal reinrufen. Nicht schweigen, rufen. Teamassistenz. Eine Teamassistenz, weiter? Erstmal eine Frau. Eine Frau, weiter? Wo sitzt die meinetwegen? Im Vorzimmer beim Chef, wunderbar. Was ist ein Sekretär? Bitte, ich bin ein Mann, ich kann nur eine Stimme zugleich hören. Ein Vogel, weiter? Ein Möbelstück, weiter? Als Mensch, ein Sekretär als Mensch, was ist das? Ein Politiker, völlig richtig, weiter? Also irgendeine Chefposition, richtig? Sie stand vor dem Problem in einem Duden, also das ist ja auch immer kurz erklärt, das Wort. Und sie versuchen das ja auch gendergerecht zu machen. Aber wie erklärt man 2 völlig unterschiedliche Definitionen unter einem Begriff? Also da stand natürlich oben drüber Sekretär, Sekretärin, Schrägstrich. Aber eigentlich sind das 2 völlig verschiedene Definitionen. Und das ist die Alltagsproblematik. Bei Wikipedia kommt noch erschwerend hinzu, dass wir natürlich nur die tatsächliche Widerspiegelung in der Presse zum Beispiel spiegeln. Ja, und in der Presse und in der Literatur sind halt leider Gottes die Frauen, meinetwegen die Taucherinnen, schlicht und ergreifend unsichtbar und deswegen auch nicht zu spiegeln, um das mal so ein bisschen blöd zu formulieren. Das 2. Element dabei ist, dass die Wikipedia-Arbeit generell eine große Frustarbeit ist. Und Frust ist auch, spiegelt sich dann letzten Endes auch in dem wieder, was solche Diskussionen betrifft. Also ich will das auch wieder an einer ganz einfachen Tatsache illustrieren. Ich hatte vorhin gesagt, jeder Wikipedia-Autor und Autorin hat sich spezialisiert. Ich zum Beispiel gucke auf den Wartungsseiten nach und gucke danach Seiten, die kontrolliert werden müssen. Kontrollierte Seiten, also im Wikipedia-Jargon heißt es Nachsichtung. Nachsichtung, da hat irgendjemand, ist auf einen Artikel gegangen, hat gesehen, da ist was falsch, drückt oben auf Bearbeiten, das ist ja alles sehr einfach, bessert meinetwegen ein Komma aus oder ein Datum auf, drückt unten auf Speichern und dann ist das ja schon erledigt. Aber diese Änderung wird nicht veröffentlicht. Das ist ein Kontrollmechanismus, weil die Angriffe, die inhaltlichen Angriffe auf Wikipedia werden immer raffinierter. Ja, es ist unglaublich, es gibt in den Firmen eigene Kräfte, die nur in den Wikipedia-Artikeln schreiben
und die ehrenamtlichen Autoren müssen im Grunde genommen das verhindern. Also es ist eine unheimlich frustrierende Geschichte. Die Angriffe werden, wie gesagt, sie kommen aus allen Ecken, aus der Politik, aus der Wirtschaft, was auch immer. Das ist ein eigenes Thema, kann man nachher machen. Die Geschichte zu Ende. Bei der Nachsichtung ist es so, vor 5 Jahren war das Datum der letzten Nachsichtung bei 1 Monat. Also da haben praktisch Leute irgendwas geändert und 1 Monat lang wurde das nicht kontrolliert. Ist erstmal sehr frustrierend. Ich ändere ein Datum bei meiner Lieblingsfußballmannschaft, jetzt sage ich es endlich auch, und 1 Monat lang ist das nicht zu sehen. Dann kommt nach 1 Monat endlich so ein Mensch wie ich, drückt dann auf Kontrolle bestanden und dann ist es erst zu sehen. Wir sind jetzt 5 Jahre später bei 2 Monaten. Ja, es ist eine wahnsinnige Spanne. Und das ist unheimlich demotivierend, sowohl für mich, weil ich im Prinzip einen Kampf gegen Windmühlen fühle, wenn ich da auf die Wartungsseite gehe, als auch für die neuen Wikipedia-Schreibenden, die einfach nur helfen wollen, als auch für alle anderen, wie zum Beispiel Theresa, die eben kommt und irgendwas ihrer Ansicht nach sachlich so Logisches durchsetzen will, dass es doch eigentlich klar sein müsste. Und da kommen bloß 300 Hansels, 300 Autoren von diesem ganzen großen Gebilde und diskutieren überhaupt damit. Weil eben das Wikipedia-Schreiben ein immer frustrierenderer Job ist. Und man braucht starke Nerven und starke Unterstützung, um das zu bestehen. Schlicht und ergreifend. Darf ich da ganz kurz was nur um den Umfang dieser Diskussion einmal kurz klar zu machen. Für allein eines dieser Meinungsbilder haben wir eine Diskussion geführt in den letzten 2 Monaten, die im Augenblick, wenn man sie in ein Buch drucken würde, 1077 Seiten füllt. Das heißt, die Lebenszeit und das Engagement, das man da reinsteckt, muss echt wahnsinnig sein. Ja. Und am Ende wurde von denjenigen, die da mitdiskutiert haben, das Ding, wie gesagt, formal abgelehnt. Also das ist einfach eine in sich selbst drehende Spirale ins Nichts, die, weil wir das Thema vorhin hatten, alle 9 Leute sehr abschreckt. Weshalb ich quasi hoffe, dass man das irgendwie in den Griff kriegt, um die Leute eben nicht zu verprellen, um sie in der Community zu behalten, um zu sagen, wir machen da mit. Weil spätestens nach 1/2 Stunde hat wahrscheinlich der Normal-User keinen Bock mehr auf diese Diskussion. Maria nickt schon, bitte. Ja, ich nicke. Vielleicht einfach nur, um das in Kontext zu setzen. Ne? Also du sagst so, ja, die Neuen werden dadurch verprellt durch diese Regularien, durch diese Policies, die ja auch niemand kennt und auch niemand sofort versteht. Ne? Ich bin ganz bei dir. Aber die sind ja nicht einfach so entstanden. Ne? Das ist in dieser ganzen Aufbauphase, in dieser Vandalismusphase, wo irgendwie die Wikipedia immer mehr Reputation, immer mehr Leute mitbekommen haben, welche Wirkung sie damit haben können, da was zu editieren. Die sind ja alle mit einem Grund irgendwie entstanden, diese Regeln und diese Relevanzkriterien und auch das Sichtungssystem, obwohl ich, also über das Sichtungssystem würde ich selber gerne nochmal eine 2-stündige Debatte führen. Ja. Aber die sind alle mit einem Grund entstanden. Ne? Niemand hat sich irgendwie jetzt gedacht, ich erlasse jetzt mal diese Regel, weil ich jetzt machttrunken bin oder so. Deswegen finde ich das, diese Diskussion darüber so spannend, weil die Wikipedia irgendwie versucht, so einen Qualitätsanspruch zu halten, die sie ja auch hat, die auch alle Leute an die Wikipedia haben. Die kann sie eigentlich nur halten dadurch, dass mehr Leute reinkommen. Also, dass es mehr Women und Manpower gibt, um irgendwie diese Arbeiten zu erledigen, von der Andreas erzählt, ne, diese Spezialistenarbeiten, ne, das Sichten oder irgendwie immer die Geburtsdaten oder immer die EinwohnerInnenzahlen zu aktualisieren oder keine Ahnung, was es da für Spezialisierungen gibt. Aber also das steht im Widerspruch dazu irgendwie, dass man auf der einen Seite würde man die Qualität eigentlich nur hochhalten können, wenn man mehr Leute reinlässt. Auf der anderen Seite sind diese Regeln da, um die Qualität hochzuhalten, um nicht diese ganzen Trolle und diese ganzen Vandalen reinzulassen. Das Problem ist, dass die Regeln so funktionieren, dass die Leute, die etablierte Editoren sind, teilweise die größten Trolle sind. Also und zwar kann ich das, ja, und zwar möchte ich das... Also ich möchte jetzt nur 2 Beispiele bringen. Also in dieser Diskussion lief auch sehr ad personam. Also wir wurden als Person einfach diskreditiert. Es kam immer wieder der Vorwurf, wir würden von außen kommen, was ja ein Unding sei. Denn die Wikipedia-Community ist offenbar der krasseste Club der Welt, wo niemand rein darf.
Und das zwei Sachen gab es. Eine Sache, dass ich quasi eine Vandalismusmeldung gekriegt habe. Das heißt, ich sollte gesperrt werden. Zitat ad infinitum, am besten noch länger. Und das von einem Mitarbeiter, der schon einen Award gekriegt hat für 25 abgeschlossene Mentorenprogramme. Denke ich mir, okay, jetzt weiß ich, das ist also jemand, der die Leute trainiert. Und wenn dessen Diskussionshaltung trägt er wahrscheinlich weiter an die Mitarbeiter. Und das nächste ist einer, der mir öffentlich, Zitat, das Recht auf meine freie Meinung abgesprochen hat, weil ich das ja, das sind quasi nicht würdig sei, nicht würdig ist mein Wort. Und dieser ist, Mensch ist unter den Top 5 Editoren der Wikipedia. Und denke ich, der ist natürlich innerhalb seiner Community extrem respektiert, hat seine Leute hinter sich und am Ende wurde ich dafür angegangen, dass ich sein Zitat veröffentlicht habe und nicht er dafür, dass er sich unverschämt verhalten hat. Und wenn man als Neuling gegen solche Machtstrukturen ankämpft, dann merkst du, dass diese vielen Regeln ständig benutzt werden, um dich selber runterzubuttern, die sich selber aber nicht darum scheren. Also quasi die Wikipedia ist ein soziales Medium mittlerweile, was diese ganzen Best-Practice-Lösungen der heutigen sozialen Medien leider nicht anwendet. Also es gibt keine Moderation, es gibt keine Blockmöglichkeit. Also ich kann nicht Leute blockieren, die mir blöde Nachrichten schreiben. Und was auch krass ist, es gibt kein Recht auf Vergessen. Wenn einer mal irgendwas geschrieben hat, wird dir das jahrelang noch vorgehalten. Du hast damals 2005 Unsinn erzählt und deshalb finde ich dich doof. Und weil die Wikipedia eben so wichtig ist, glaube ich, dass wir uns darum kümmern müssten, das in einen Modus zu überführen, der die Leute nicht verprellt, der denen Sicherheit gibt und der denen auch ein positives Identifikationsgefühl mit der Wikipedia gibt. Darf ich? Ja, ich habe auch ein bisschen Kilian angeguckt. Dann machen wir erst Maria und dann stelle ich dir noch zwei Kilian. Punkte. Bevor ich es vergesse, habe ich es vergessen? Dann Kilian zuerst. Willst du noch kurz nachdenken? Genau. Nee, also ich gebe dir vollkommen recht. Ne? Also in jeder Studie, die man irgendwie zu Neulingen macht und die man zum Einstieg in die Wikipedia, sind nicht die technischen Hürden die ersten oder so. Es sind immer die Regeln, die das nicht verstehen können, nicht nachzuvollziehen können und die Diskussionskultur. Ne? Also man findet vielleicht den Diskussionsbutton nicht oder man findet vielleicht das Design blöd, aber das sind eigentlich nicht die Hürden oder die Probleme, weswegen die Neuen nicht mitmachen wollen oder nicht einsteigen. Ich frage mich aber quasi, was deine Lösung dafür wäre, wenn du sagst, so dass, oder ich meine, natürlich kannst du mir jetzt nicht hier einen Lösungsplan. Naja, ich habe da was mitgedacht. Ich habe da mal was, ja. Gut. Also grundsätzlich, die Wikipedia wurde in einer Zeit gegründet, wo das Internet nicht Neuland, aber immer noch neu war. Die Leute, die da mitgemacht haben, waren Enthusiasten. Es gab auch nicht so viel Alternativprogramm. Heutzutage hast du 1000 andere Sachen, YouTube, Instagram, wo die Leute ihre Zeit verbringen. Das heißt, Wikipedia muss gegen ganz andere Systeme anstinken und auch gegen ganz andere Communities, die einen viel freundlicher aufnehmen. Und deshalb meine ich, sollte man sich vielleicht die Regeln und die, wie gesagt, Best-Practice-Lösung aus diesen Communities anschauen und verinnerlichen. Also was ich zum Beispiel toll fände, wären Moderatoren, die dafür sorgen, dass die Leute, die sich wirklich daneben benehmen, auch gemaßregelt werden. Und nicht nur, weil sie eben einen sehr hohen Status haben, von niemandem angegangen werden, weil die sich nicht trauen, weil die dann als nächstes dann gesperrt werden wegen irgendeinem Mist oder so. Kann okay, ich? Kann ich dann nachher mal widersprechen an der Stelle hier? Entschuldigung. Merkst du es dir? Soll ich gleich? Ja, bitte. Gut, also ich denke, dass das so nicht funktioniert, weil das letzten Endes ein formaler Ansatz ist, die Moderation, weil du müsstest den Moderatoren auch Rechte geben, die sie durchsetzen können, wie ein Polizist auch eine Waffe hat, um dann was durchzusetzen. Das heißt, das ist eine formale Lösung und formale Lösung in dieser chaotischen Struktur funktioniert nicht. Ja, weil es dann genug Lücken gibt. Also du hast vorhin die Top Ten da von den angesehenen Autoren angesprochen. Also mir würden spontan zig Varianten einfallen, wie ich selbst mit dem umgehen kann, weil ich halt weiß, wie es geht. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Ich denke, das ist eine Frage der Motivation. Es gibt schlicht und ergreifend zu wenig Autoren und Autorinnen. Also viel zu wenig. Wahnsinnig zu wenig. Steigert das bitte noch ins Superlativ. Ja, es ist also eine Frage der Motivation. Und was ist die typische Motivation? Die typische Motivation für einen Wikipedia-Schreibenden ist ein sogenannter Honigtopf. Honigtopf, das sind Artikel, die eine hohe Aufmerksamkeit besitzen. Das sind zum Beispiel typisch Kriege, Hitler, Stasi, Homöopathie, grüne Gentechnik, fällt dir noch was ein? Alles so eine netten Sachen, ja? Wo also A, viel Ideologie dabei ist, also ist ein Kämpfer eben ein Soldat, ist es ein Freiheitskämpfer, ist es ein Terrorist, was auch immer. Dann Deutungshoheit ist dabei und es ist ein hoher Aufmerksamkeitsfaktor dabei. Das heißt, ich kann also
im Grunde genommen meine Motivation unheimlich befriedigen, weil ich bekomme einen Lohn. Ich arbeite ja ehrenamtlich und der Lohn ist im Grunde genommen einfach Aufmerksamkeit, Renommee, pack irgendwas rein, was du möchtest. Ja? Und das heißt also, die Stellen, wo eigentlich das notwendig wäre, sehr viel zu tun, nämlich, ich sag's jetzt mal flapsig, die ganze Scheißarbeit, wie meinetwegen alle Artikel mit generischem Maskulinum zu versehen. Oder mein Lieblingsthema, überall wo amerikanische Firma steht, müsste eigentlich US-amerikanische stehen. Weil es gibt 35 souveräne Staaten in Amerika. Ja, also das ist auch so. Jeder hat so sein Thema. Aber ich würde es nie schaffen. Ja, also es gibt einfach zu wenig Leute. Und wir müssen es irgendwie schaffen, die zu motivieren, in der Wikipedia zu schreiben. Und das ist das Kernproblem von allem. Denn wenn es mehr gibt, würden sich auch mehr an den Diskussionen beteiligen, würden auch diese ganzen kleinen Kernprobleme gelöst werden, wäre weniger Frust da und so weiter. Das ist das Kernproblem. Kilian, Theresa hat eben gesagt, der krasseste Club, wo niemand rein darf. Und dann sagte Andreas, wir brauchen mehr Autoren. Und es ist eine Frage der Motivation. Das ist ein bisschen Henne-Ei-Problem, ne? Deine Meinung dazu? Genau, also ich würde jetzt nicht unbedingt zustimmen, dass die Wikipedia-Community der krasseste Club der Welt ist. Vielleicht nicht zumindest in der Formulierung, aber ich denke, definitiv ist es so, das ist ja auch immer wieder angeklungen hier in der Diskussion, dass wir einerseits viel zu wenig neue Ehrenamtliche haben. Wenn Sie die Gelegenheit hatten, hatten wir heute Nachmittag ja auch die ein oder andere Veranstaltung zu dem Thema. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, und das sehen wir, dass sie die Ideenförderung ihrer täglichen Arbeit, das sehen Wikipedianer, die probieren, zum Beispiel in den lokalen Räumen, in den verschiedenen Städten, die wir haben, neue Ehrenamtliche an die Wikipedia heranzuführen, dass diese Einstiegshürde sehr groß ist und diese Einstiegshürde aber ja auch nicht die eine ist, sondern das ist je nach Gruppe, je nach Hintergrund, es ist das sehr, sehr vielfältig und erfordert, wenn man die Motivation mitbringt, da reinzukommen, auch im Regelfall entweder sehr, sehr viel Durchhaltevermögen, sehr viel Interesse daran, sich erstmal auf so ein neues System einzulassen und aber eben auch eine intensive Begleitung, zum Beispiel, wie man sie dann vor Ort oder in einem Mentorenprogramm haben kann. Und das ist auch diese Frage, wie gewinnt man neue Ehrenamtliche, ist auch was, wo nicht nur Wikimedia Deutschland, sondern auch die Wikimedia Foundation und andere Länderorganisationen sich schon seit vielen, vielen Jahren im Prinzip im Endeffekt die Zähne dran ausbeißen, weil es gar nicht so einfach ist, Leute zu finden, die sich in diesem in der Wikipedia-Community wohlfühlen und die vor allen Dingen auch Lust haben, das zu ihrem Hobby zu machen. Also da gibt es kein Patentrezept. Es gibt ganz viele Ansätze und auch, wenn Sie das gesehen haben, hier vorne zum Beispiel beim Stand der Ideenförderung gab es jetzt zum Beispiel so eine Art Quiz, wo man rausfinden kann, wo zum Beispiel in diesem ganzen Wikimedia-Universum so der eigene Platz sein kann. Aber das ist etwas, wo Wikimedia Deutschland als Gesamtorganisation, aber eben auch in seinem Rahmen das Präsidium aktuell zum Beispiel mit einer Arbeitsgruppe ganz intensiv draufschaut, weil wir natürlich nicht nur die Einstiegshürden jetzt sehen, sondern wir natürlich auch die große Zukunft oder die große langfristige Perspektive im Auge behalten müssen und uns natürlich auch fragen, was ist denn in 5 Jahren, was ist denn in 10 Jahren, was ist denn in 15 Jahren? Wie sieht die Community aus? Wie kann die Wikipedia auch zum Beispiel angesichts der diversen Angriffe von außen, auf die Andreas hingewiesen hat, wie kann sie denn weiter bestehen und was können wir als Verein und als Organisation mit unseren Mitteln und Möglichkeiten dazu beitragen, dass die Wikipedia weiterhin als eine gesunde Community, und da gehört dann auch sowas wie Diskussionskultur dazu, als auch natürlich als eine offene und neulingsfreundliche Community bestehen bleiben kann oder eben auch neulingsfreundlicher und offener werden kann. Wir haben noch ein bisschen mehr als eine Viertelstunde und ich würde jetzt gerne den Raum aufmachen für Fragen. Gibt's schon was? Dann gerne überlegen. Gut vorformulieren und dann machen wir gleich weiter. Maria, ich würde dich gerne noch fragen, dieses Thema Diskussionskultur ist alles ganz schön harsch und das Thema Frauen, hängt das für dich zusammen? Ich glaube, das habe ich auch schon gesagt, dass das offensichtlich zusammenhängt, wenn man sich den Forschungsstand anguckt und wenn man dieser Forschung glaubt, was ich jetzt mal machen würde, dass dieser harsche Umgangston
offensichtlich damit was zu tun hat, dass Frauen oder weibliche AutorInnen oder auch weder männliche noch weibliche, also non-binäre Menschen, keine Lust drauf haben, sich diesem Umgangston auszusetzen. Mhm. Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich, also um das aufzugreifen, was meine VorrednerInnen gesagt haben, mit dieser krasse Club, wo niemand reinkommt und die Community, die halt also die Sachen sagt, die du genannt hast, auch dir gegenüber. Ich glaube ja so ein bisschen eher an die schweigende Masse. Ich glaube nicht, dass das die Community ist, sondern dass es ausgewählte Menschen sind in der Community, die das machen können, weil sie sehr verdient sind mit ihrer inhaltlichen mit ihrem Beitrag zu den Wikimedia-Projekten. Aber ich glaube nicht, dass das die Community ist oder dass das die große Masse ist. Ich glaube, es gibt eine große schweigende Masse, die ich meine, warum sollte es in der Wikipedia anders sein als in der Gesellschaft, ne? Die das nicht gut findet oder dem nicht zustimmen würde, aber die das halt so abnickt und mitnimmt. Okay. Deswegen sehe ich da auf jeden Fall einen Zusammenhang. Ja, da ist eine Wortmeldung. Und dort auch. Da sind auch schon welche, okay. Nur Männer. Das ist gerne der ersten Frau die Wortmeldung, wenn sich jemand meldet hat. Nein, es war auch nur dann, ein Mann. Dann vielleicht nochmal eine Frage. Es klang jetzt sehr viel schon in der Diskussion an. Und ist da vielleicht einfach ein ganz großer Widerspruch dahinter, der nicht eingelöst ist, nämlich zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Du hattest angesprochen, formelle Lösungen sind eigentlich mal ganz schwierig in so einem ganz offenen System und regelbasierte Sachen. Aber es gibt ja Regeln, die sind halt nur implizit. Das sind Hierarchie und Machtstrukturen, wie das auch schon angesprochen wurde, heißt, die sind da, sind aber nicht transparent und dementsprechend eine große Hürde für Neueinsteigerinnen. Und der zweite Punkt, der auch immer so Relevanz und Neutralität, ist ja auch so das goldene Kalb, das dort immer angebetet wird, gibt's halt nicht. Es sind alles Standpunkte und Sichtweisen, die eingebracht werden. Ich meine, ein wunderschönes Beispiel, auf das ich vorgestern gestoßen bin, die Bebilderung des Artikels Mensch in der englischsprachigen Wikipedia und in der deutschsprachigen Wikipedia. In der englischsprachigen Wikipedia ein Paar aus thailändischen indigenen Bevölkerung, in der deutschsprachigen Wikipedia ein deutscher Dude, Karl von Linné, der das halt so historisch geprägt hat. Das sind alles Weltsichtweisen, die ich da einbringe. Und wenn ich das nicht transparent mache und sage, nein, das diskutieren wir halt aus, es gibt gar keine Regeln, die gibt es doch, die sind halt eben nur nicht implizit, sind nur nicht explizit gemacht. Und dann ist es halt wirklich schwierig, darüber ein Gespräch zu haben, dann eskaliert es so in Diskussionen und auch sehr schwierig, neue Leute einzubeziehen, weil sie gar nicht wissen, in welches Werte- und Normensystem die da reinkommen. Also wie kann man das vielleicht auflösen, das ein bisschen klarer zu machen, was eigentlich doch schon da ist. Dankeschön. Andreas? Also ich würde an der Stelle gerne mal trennen. Es gibt für den enzyklopädischen Inhalt sehr viele Regeln. Die sind alle ausgefeilt und so weiter. Und da wird auch ständig dran verbessert. Es gibt aber für den Teil des sozialen Mediums, der eigentlich den größten Teil ausmacht, mehr oder weniger nur eine bessere Netiquette. Also nicht diese ausgefeilten Regeln. Also auch nicht etwas, worauf Moderatoren irgendwo sich stürzen könnten und dann entsprechend irgendwas durchsetzen. Ich glaube, da ist rein, was deinen Aspekt betrifft mit den Regeln, die größte Kluft. Wikipedia sieht sich selber nicht vorrangig, nicht primär als ein soziales Medium, sondern als ein enzyklopädisches Projekt. Das andere ist irgendwo an dritter Stelle, auch wenn die Realität eine andere ist. Aber wenn man sich die Regeln anguckt, ist das eine ganz klare Trennung an der Stelle. Ja, und das ist natürlich, das wirkt sich dann auf viele, viele Dinge, viele Details auch aus. Wir hatten noch weitere Fragen. Links einmal. Gut. Also ich habe jetzt das Problem, dass ich die Argumente von Theresa sehr überzeugend fand und das sehr legitim, das durchzusetzen, dass ich aber auch die Argumente, dass wir schwer einen Polizisten, der dann irgendwie auf den Tisch schaut und sagt, so machen wir das jetzt, dass das irgendwie auch nicht wirklich zu machen ist. Jetzt habe ich gerade den Vortrag gehört über die Regeln, die es gibt und ich frage mich, hätte es nicht innerhalb dieser Regeln eine Lösung gegeben? Es gibt doch, es waren so viele Regeln, ich habe nicht mehr alles so im Kopf, es gibt doch die Funktion von Moderatoren, also irgendjemand, an den man sich dann wenden kann, nicht, dass der da was verbieten kann, aber vielleicht dann zwischen diese Aspekte dann der jeweils einen Partei der anderen näher bringen kann. Ist da was in diese Richtung gelaufen oder ist das irgendwie nicht bekannt gewesen, dass es diese Möglichkeit gibt? Müsste man das vielleicht, wenn bei denen, die neu einsteigen, diese Möglichkeiten innerhalb des Regelwerks einfach
besser anbieten und näher bringen? Fände ich gut, wenn man das besser anbieten und näher bringen würde. Mir war das jetzt nicht bekannt, dass es neutrale Moderatoren gibt. Es hat sich auch in der Diskussion, also gab es das eigentlich nicht. Es waren entweder die, die dagegen waren oder die dafür. Die haben sich dann relativ erst inhaltlich und dann immer persönlicher angegangen, beziehungsweise, also von meiner Warte, ich bin ja in einem Lager quasi, wir haben dann immer mehr uns zurückgezogen, weil es einfach keinen Sinn machte, den 100. Angriff zum 100. Mal zu widerlegen. Und dann sagst du irgendwann, okay, das hat überhaupt keinen Sinn, hier zu diskutieren. Irgendwann kommt die Abstimmung und dann, wir haben alle unsere Argumente vorgebracht. Was soll ich, also irgendwann, diese Diskussion, die können sich ja auch totlaufen. Und ich hätte wahrscheinlich auch die ein oder andere Vandalismusmeldung machen können. Also das hätte funktioniert, wenn mich jemand persönlich angreift, hätte ich sagen können, hier, mach's mal. Habe ich jetzt nicht gemacht. Kann sein, ja. Und wie gesagt, nochmal, das waren teilweise Leute, die sehr hohes Renommee innerhalb der Community hatten und die dann allein schon deshalb auch das bessere Team hatten, sage ich jetzt mal. Weil wir hatten eher die Neulinge sind oder die Frauen sind und die nicht so ein gutes Backup-System haben in dieser Community, muss man leider so sagen. Hier noch eine Frage? Ah, Entschuldigung, sorry, nicht gesehen. Kein Problem. Ist nicht, wenn ich dir jetzt zuhöre, gerade dieses Wir schon ein Teil von dem Problem? Also in dem Augenblick, wo du davon ausgehst, dass da zwei Gruppen miteinander zu tun haben. Und ich hatte selber in der Wikipedia, und das bleibt leider nicht aus, wenn man lang genug dabei ist, auch schon genügend Auseinandersetzungen und Konflikte. Und meine Erfahrung ist, gerade im Hinblick auf Meinungsbilder, in dem Augenblick, wo wir von wir und die reden, kann man es eigentlich schon vergessen. Weil, hast du vollkommen recht. Ja? Aber ich bin nicht der damit angefangen hat, sondern wir wurden als diejenigen gestellt, die von außen kommen. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Nein, das kann ich aus einer persönlichen Sicht durchaus nachvollziehen. Nur ich glaube, da ist ein Anspruch, ist der Anspruch vielleicht auch der falsche. Wir sind, glaube ich, aus den sozialen Medien ein Kommunikationsverhalten gewohnt, was uns mit den Zwängen, die Wikipedia hat, nicht mehr so ganz gut klarkommen lässt. Also die Wikipedia würde ich eher tatsächlich mit der Gesamtgesellschaft vergleichen, während wir in unserem Kommunikationsverhalten und in den sozialen Medien uns häufig gerne dann wieder in unsere Filterblase zurückversetzen. Also wenn wir was vorhaben, und da schließe ich jetzt auch mal Wikipedianer oder Freiwissensaktivisten ein, dann neigen wir natürlich dazu, uns mit Leuten zu umgeben, die unserer Meinung sind, und dann wird man so eine Aktionsgruppe, aber irgendwann hat man so eine Gruppe, die man so formt, wie man sich das vorstellt. Dass das mit der Gesamtgesellschaft nicht funktioniert, sieht man ja in der Diskussion beispielsweise über das Thema Ökologie. Wie lange diskutieren wir schon über den Klimawandel? Haben wir eine Lösung? Und wenn man jetzt dieses Thema, was für dich ein sehr wichtiges ist und was sicherlich auch eine wichtige Diskussion in der Wikipedia ist, mal aus demselben Blickwinkel betrachtet, dann ist es für dich und eine Gruppe von Aktivisten und sicherlich auch für einige in der Allgemeinheit sicher sehr klar, was da rauskommen soll. Aber das, was die Politik immer so schön die Bevölkerung mitnehmen nennt, das ist etwas, was in der Wikipedia tatsächlich sehr wichtig ist, weil ansonsten kannst du nichts reformieren. Darf ich darauf antworten? Bitte. Ich würde das gerne auf eine abstraktere Ebene führen, damit sich hier keiner angegriffen fühlt oder das nicht irgend so ein Ping-Pong wird. Es gibt für, sagen wir mal, wenn wir das Ganze jetzt nicht gesamtgesellschaftlich hochziehen, sondern jetzt themenbezogen hochziehen, dann gibt es tatsächlich ein Mittel in Wikipedia, was auch gut funktioniert. Ich mache das an einem völlig willkürlichen Beispiel. Ich schreibe einen Artikel oder editiere bei einem Artikel und dort kommt jemand vorbei, der, wie beschrieben, hohes Renommee und hohe Durchsetzungskraft und so weiter hat. Und ich bin aber der Meinung, dass irgendwo ich Recht habe. Also nicht Recht im Sinne von Buddelkasten und mit Förmchen schmeißen, sondern ich kann es belegen. Dann gibt es ein sehr gutes Mittel in Wikipedia, was auch eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es funktioniert. Das ist die Seite Dritte Meinung. Kann jeder selber probieren. Rechts oben in dem Suchfenster tippt ihr ein WP:3M. Merkt sich leicht, Dritte Meinung. Dann könnt ihr die Diskussion dort sehen. Wie funktioniert es? Ich hatte vorhin gesagt, dass von den 19.000 aktiven Autoren sich maximal 300 an der Diskussion beteiligen. Dritte Meinung lenkt im Prinzip den Fokus von mehr Leuten auf eine Diskussion. Das heißt also, wenn ich damit irgendwo zu viert oder zu fünft bei einem Artikel diskutiere und nicht vorwärts komme, kann ich auf die dritte Meinung gehen und sagen, bitte kommt. Und wenn ich Glück habe, kommen gleich 20 auf einmal.
Und dann wird, wenn ich ein wenig Glück habe und die Diskussion nicht chaotisch läuft, sondern irgendwo ein bisschen sachlich läuft, wenn genug sachliche Leute dabei sind, dann entsteht ein sehr konstruktives Ergebnis. Ich kann natürlich auch Pech haben, aber das hatte ich dann schon vorher. Es kann aber auch gut ausgehen. Ja, also was ich damit sagen will, hier hilft die Masse. Das Vertrauen auf die Masse. Inwieweit das jetzt im großen gesellschaftlichen Rahmen funktioniert, und da schließe ich jetzt an die Aussage meines Vorredners an, die Bevölkerung mitnehmen, das kann ich jetzt natürlich bei dem Ergebnis, bei der Gender-Thematik überhaupt nicht sagen, weil das wahrscheinlich einfach offen ist. Aber es wäre auf jeden Fall eine Lösung, mehr Leute mit in diese Diskussion reinzubringen, wo wir wieder bei dem Thema sind, wir haben zu wenig Leute, die mitarbeiten. Ich gucke jetzt noch mal ins Publikum, weil wir noch ein paar Minuten haben. Und ich würde jetzt alle, die gerne noch was sagen möchten, bitten, die Hände erheben. 1, 2, 3. Super, das passt ziemlich genau. Soll ich anfangen? Geht's los? Also starte ich. Vielleicht passt da meine naive Frage. Die Wikipedia hat ja einige erfolgreiche Vorläufer. Vielleicht beginnen mit den Enzyklopädisten da im 18. Jahrhundert. Was hatten die für einen Werkzeugkasten? Weil die Probleme hatten die doch sicher auch und musste das irgendwie geregelt bekommen. Kurze Antwort, die wurden bezahlt für ihr Schreiben. Ja, wir sind Ehrenamtler, da funktioniert das anders. Ja, okay, einverstanden. Okay, neue Frage. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Frage ist oder eher ein Vorschlag, aber ich höre einerseits immer also raus, dass so eine Art von Platzhirschverhalten, Verteidigung von meinem Bereich gegen die anderen, die Neuen, die Äußeren. Ja. Und dann aber auch Umgangsformen mit stark geprägt von Beleidigungen, Anfeindungen und so weiter und so fort. Und dann aber auch das Argument, ein Moderator wäre so eine Art Polizist. Da muss man erstmal erst das Problem, wer ist das? Zweites Problem, welche Macht gibt man dem? Jetzt einfach mal so ein Gegenvorschlag, dezentralisiert. Ich markiere eine Bemerkung eines anderen gegen mich als beleidigend. Jetzt wird dieses Zitat an 10 zufällig ausgewählte aus der schweigenden Masse gesendet, anonymisiert, und die dürfen abstimmen. Ist das beleidigend, ja oder nein? Wenn 80% davon sagen ja, dann wird das sofort, geht durch, ist eindeutig beleidigend. Wenn es 50-50 ist, werden nochmal 10 angeschrieben. Wenn es nicht durchgeht, wird es fallen gelassen. Wenn 80% sagen, nö, ist völlig in Ordnung, dann ist es auch entschieden. So kann die schweigende Masse, die nichts damit zu tun hat mit dem Thema, einfach entscheiden, ist das beleidigend oder nicht. Weil das ist eine Frage, die kann, glaube ich, jeder Mensch beantworten, auch wenn er nicht gerade in einem Fachthema jetzt so vertieft ist. Meine? Ja, Frage dazu wäre jetzt quasi, ist das ein guter Vorschlag, macht das Sinn oder habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Also, es tut mir voll leid, dass ich das sagen muss, aber ich finde es nicht eine gute Idee, weil bei sowas eine Mehrheitsentscheidung walten zu lassen, also das ist so ein bisschen so, Minderheitenrechte sollten nicht von Mehrheit entschieden werden. So, ne? Also wenn eine Frau jetzt mit einem bestimmten Begriff beleidigt wird und dann wird diese Beleidigung an 100 Männer geschickt, die fragen, findest du das beleidigend? Und die sagen nein. Und dann ist das keine Beleidigung mehr, dann weiß ich nicht so ganz, also was haben wir dadurch gewonnen? Ja, eigentlich nur noch mehr eine Marginalisierung. Und nicht. Also ja, okay, aber soll ich auf die technische Frage antworten? Mhm, kurz zur technischen und dann gehen wir über zur nächsten Frage. Technisch, angenommen, es würde technisch gebaut werden, was ja denkbar wäre. Dann müsste eine Funktion eingebaut sein, dass ich es als Benutzer abschalten kann, damit ich nicht belästigt werde. Weil ich habe ja eh schon viel zu tun und ich möchte nicht, wenn ich mich anmelde, plötzlich, dass da irgendwas aufploppt. Ja, ich vermute stark, dass die meisten das sofort abschalten würden. Wir wären wieder bei dem 300er-Problem. Ja, das merken wir auf vielen anderen Seiten. Ihr könnt das einfach mal wieder experimentieren. Ihr tippt oben im Suchfenster ein, wp:kurier. Das ist nämlich die Wikipedia-interne Zeitung. Und dann guckt ihr, wie lange die Diskussionsseite ist von den Kurieren. Und dann werdet ihr auch verstehen, warum ich nicht auf die Diskussionsseite raufgucke. Ja. Und das ist eben das Problem, das ist also einfach ein menschliches Problem nachher, technisch, es würde gehen, aber ich würde es abschalten. Ich kriege ja einen Kloppi. Ja, sorry, also das Gerechtigkeit ist, ja okay, aber ich muss ja noch, ich habe eine Familie, ich habe eine Arbeit, was soll ich denn machen? Ja.
Und weil du meintest, ihr kennt ja wahrscheinlich das Geschlecht von euren Usern, also nee, muss niemand das Geschlecht angeben. Wir hatten noch eine letzte Frage. Oh, jetzt haben wir wieder mehr. Wo kommen die denn her? Okay, da war, okay. Ich sehe darf immer ich? So schlecht hier. Alice. Darf hallo. Ich? Ja. Ich möchte noch mal ein Stück weit zurück zu dem, mit dem Theresa eigentlich angefangen hat. Und zwar völlig unabhängig davon, ob ich jetzt die Sache in der Form, wie sie gelaufen ist, unterstütze oder nicht. Ich glaube, was wir gesehen haben und was Theresa viel, viel eindrücklicher erklären konnte, als ich das überhaupt in Worte fassen kann, das ist die Hilflosigkeit und die Machtlosigkeit, vor der man dann manchmal steht. Und natürlich hatte sie ein Anliegen. Wer nicht, der in die Wikipedia kommt, um dort überhaupt irgendetwas tatsächlich zu tun, hat nicht ein Anliegen. Das alleine kann es ja nicht sein. Was dann passiert ist, war natürlich eine Kaskade von ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen. Und abgehoben jetzt von diesem einen Fall, was für mich da übrig bleibt, das ist tatsächlich die Struktur, die scheinbar schon so verknöchert und mit dicken Mauern zugefallen ist, dass es selbst euch in der Diskussionsrunde gerade immer wieder passiert ist, dass sowas kam wie, ja, aber in der Wikipedia ist das aber so. Ja, aber da gibt es aber noch ein anderes Tool und dann hast du nur die Seite nicht gefunden. Das kann nicht die Lösung sein. Wenn wir eine Wikipedia wollen, die morgen noch attraktiv für Menschen ist, und die es uns morgen noch erlaubt, die Stellen und Perspektiven mit hineinzubringen, die heute einfach noch nicht vorhanden sind, dann müssen wir uns auf die Hinterbeine stellen und mal nachfragen, wie können wir die Kultur verändern? Das ist noch nie in einer Nacht gelungen. Die ganze Menschheit existiert nur, weil sich regelmäßig Kulturen verändern. Aber Ich sitze hier gerade so ein bisschen fassungslos vor dieser Option. Ja, das ist so. Und ich glaube, wenn wir als die Menschen, die auch dem Verein Wikimedia Deutschland nahe sind, an der Stelle einfach mal wach werden und sagen, das können und wollen wir so nicht akzeptieren und wir bündeln unsere Kräfte, um vielleicht nicht heute, wo wir auch alle ein bisschen ausgeblutet, müde und erhitzt sind, sondern über die nächsten Jahre mal nachzudenken, welche Optionen stehen uns da offen, dann haben wir vielleicht auch die Chance, neue Mitglieder, neue Aktive, neue Menschen mit hineinzuziehen, die Lust haben, sich auch dafür zu engagieren. Darf ich daraus vielleicht gleich die Schlussrunde einleiten? Denn es war schon. Oh, gut. Dann Sorry. Müsst ihr euch erinnern, was wir eben besprochen haben und was Alice gesagt hat. Und dann kommen wir da gleich. Wir halten einfach die Uhr an und reden weiter. Alles klar. Bitteschön. Zum Schluss nochmal ein kleiner Vorschlag. Eventuell gibt es schon genug Überlegungen dazu. Ich versuche nochmal zusammenzubringen, eines dieser Grundprobleme, die jetzt gerade sozusagen zum Vorschein kommen. Nämlich einerseits, es gibt immer weniger Autorinnen und auf der anderen Seite, neue Autoren werden aus bestimmten Gründen irgendwie abgestoßen. Mir fällt spontan ein, dass es ein Parallel was gibt in der Gesellschaft, nämlich das Rechtssystem. Ich habe irgendeine Klage am Hals, ich kann mich mit dem nicht auseinandersetzen, weil der kennt das Recht besser als ich, also nehme ich mir einen Anwalt. Der natürlich kostet, das ist eine andere Sache. Die Frage, ist schon mal darüber nachgedacht worden, sowas Ähnliches zu etablieren? Jetzt nicht die Mentoren, sondern Leute, die praktisch für einen die Arbeit machen. Das ist eine böse Sache, weil es natürlich teilweise auch die Prinzipien total unterwandert. Dass, wenn ich jetzt einen Artikel eingebe und es gibt eine Diskussion, dass ich sage, ich habe jetzt keine Lust auf diese Diskussion, ich möchte einfach, dass der Artikel da drin ist und dann gibt eine Person oder eine Personengruppe, an die ich mich wenden kann und die kämpft dann sozusagen für mich, dass es da reinkommt. Dankeschön, Andreas. Also die Leute gibt es ja bereits. Die operieren im Geheimen und sind meistens so im Bereich Wirtschaft und Politik zuständig. Wie groß dieser Aufwand ist, will ich mal ein Beispiel illustrieren. Im Tschetschenienkrieg gab es so und so viel 100 Tote, 1000 Tote, was auch immer. Und um die russische Seite schlecht dastehen zu lassen,
hat die CIA eine eigene Internetseite für die sogenannten Freiheitskämpfer damals eingerichtet, die sie über mehrere Jahre betrieben hat, wo eben bestimmte Todeszahlen stark übertrieben wurden. Und da Wikipedia ja, sag ich mal, von der Menge her auch der Zitate irgendwo arbeitet, also im Spiegel wird so und so oft häufig zitiert, die Bild-Zeitung ist doof und so, ja, musste im Grunde genommen auch die Zahl von dieser Internetseite genommen werden, weil die letzten Endes auch im UNESCO-Bericht über diesen Krieg aufgetaucht ist. Das heißt, die CIA hat über diesen Umweg erreicht, dass diese Zahl stark verfälscht wurde. Das ist zwar später korrigiert worden, aber wem, wie mir, fällt denn das in dem Augenblick auf? Also was ich damit einfach sagen will, diese bezahlten Leute, die Einfluss nehmen wollen, gibt es bereits. Und zwar, die rechnen nicht in 100, die rechnen wesentlich mehr. Aber du willst es mit einer anderen Absicht haben. Und da ist wiederum das Ehrenamt, wie Kilian und ich, und das Ehrenamt lehnt das einfach ab. Kann für solchen Fall. Zurzeit ist es ja so, dass das Problem, man ist ja auf sich allein gestellt im Prinzip. Ne? Habe ich es richtig verstanden? Ich bin leider etwas später gekommen. Aber praktisch ja, ein schlichter Ansprechpartner, jemand, auf den man sich erstmal bauen kann in dieser Auseinandersetzung. Du hast die Mentoren selber gesagt. Also das ist letzten Endes, ja, oder der Kampf, wie Theresa ihn führt, dass sie halt nach außen geht und versucht, außen sozusagen Leute zu mobilisieren, egal auf welche Art. In dem Fall hat sie schlicht und ergreifend die Massenmedien mobilisiert, was ja schon eine Leistung für sich ist. Und ihr alle sitzt ja auch deswegen hier, weil vorher kanntet ihr Theresa nicht. Aber jetzt kennt ihr Theresa. Ja? Also es ist schon eine Leistung für sich und das ist auch ein Weg. Ja? Es gibt letzten Endes keinen, sage ich mal, irgendwo goldenen Weg. Das ist ein chaotisches System innerhalb von Wikipedia. Und es gibt viele Möglichkeiten, um da vorwärts zu kommen. Und ich denke, diese vielen Wege müssen auch gegangen werden. Und das ist eben einer davon. Okay. Wir sind so gut wie rum mit der Zeit. Sind wir eigentlich schon. Aber nichtsdestotrotz würde ich gerne nochmal das von Alice aufgreifen. Was ja so lustig ist als Moderator, man muss immer über digitale Transformation sprechen. Aber was da ja durchkam, ist dieses Thema kulturelle Transformation in der Community. Und als Abschluss hätte ich gerne von jedem und jeder von euch einen Wunsch für die Wikipedia-Community von morgen. Gut, wer möchte anfangen? Ich fange einfach mal an. Bitte. Weil mir da jetzt noch ein Zitat vom Lukas Metzger eingefallen ist, der auch im Präsidium ist. Der meinte, mit dem habe ich mich auf Twitter unterhalten, der hat mich auch hier eingeladen, der meinte, die Diskussionen auf Wikipedia sind schon schlimm. Es ist ein Wunder, dass es trotzdem funktioniert. Und da wäre meine Antwort, wir sollten nicht darauf vertrauen, dass dieses Wunder jeden Tag wieder geschieht, sondern wir sollten uns alle bemühen, dafür was zu tun, dass es weitergeht, weil die Idee von Wikipedia ist einfach wert, dass man dafür kämpft und nicht einfach sagt, ach, ist mir wurscht, das wird untergehen wie alles andere. Nee, wir müssen wirklich was dafür tun. Möchtest du, Andreas, du hast das Mikrofon? Ich möchte eigentlich euch alle nur einladen, diese Diskussion weiterzuführen, und zwar am 29. August um 19 Uhr in der Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland. Dort gibt es den wikipedianischen Salon, irgendwie den 18. oder 19. was auch immer. Ich bin der Gastgeber, einer meiner, ich bin auch dabei. Meiner Hauptgäste ist die Theresa. Ich freue mich ganz doll drauf, 29. August. Wir versuchen genau bei diesem Thema an dieser Stelle anzuknüpfen, auf das die Löwin weiter brüllen möge. Super, Dankeschön. Ja, mein Wunsch für die Wikipedia-Community der Zukunft ist auf jeden Fall, dass sie weiterhin existiert und besteht. Und ganz persönlich wünsche ich mir, oder ist auch das, wo ich hoffe, dass wir auch als Verein und als Präsidium ein Stück weit jedenfalls dazu beitragen können, dass die Wikipedia-Community nicht in ihrem eigenen Regelwahn und Wiki-Juristerei, wie man das da nennt, sozusagen letztendlich erstickt, weil es nur noch möglich ist, für Menschen mitzumachen, die sehr viel Zeit mitbringen und sehr viel Nerven, um sich durch dieses ganze Regelgeflecht durchzuwursteln. Sondern ich würde mir wünschen, dass die Wikipedia-Community der Zukunft
offen ist für alle und gerade auch für Leute, die auch nur mal gelegentlich beitragen wollen. Also dass es möglich ist für uns alle, gemeinsam an dieser Wikipedia zu schreiben, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht zum Vollzeit-Wikipedianer werden, sondern nur gelegentlich mal mit einem Impuls, einem Artikel, einem Vorschlag auch für eine Regeländerung hinzustoßen und da auch unseren vielleicht auch nur ganz kleinen, aber sehr, sehr wichtigen Beitrag zu diesem wunderbaren Projekt leisten wollen. Dankeschön. Okay, jetzt ich. Ich würde mir wünschen, dass jeder und jede, die gerne möchte, auch kann. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen, es ist ein Ehrenamt. Nicht jede Person will oder kann in der Wikipedia mitschreiben oder in den Wikimedia-Projekten beitragen, aber jede Person, die das möchte, sollte irgendwie das können, ne? Und sollte nicht weggebissen werden. Jede Person sollte, also wenn es nach mir ginge, auch Internetzugang haben, um sowas machen zu können, die Zeitressourcen, die finanziellen Ressourcen zu haben, um Ehrenamt auszuüben, um das mal auf eine andere Ebene zu heben. Das wäre meine absolute Traumvorstellung. Um nämlich auch die Menschen, die jetzt schon in dieser Community sind, und ich weiß, wir reden ja so vor viel über Online-Diskussionskultur, ne? Aber das sind ja auch tatsächlich Menschen, die da hinter dem Computer sitzen, und das sind so super coole Menschen mit dabei und so super spannende Personen und Geschichten, die man kennenlernt, wenn man sich irgendwie da dann mal durchgewuddelt hat durch diesen Anfang. Und ich würde mir wünschen, dass es diese Möglichkeit gibt, dass jede Person, die möchte und die diese Motivation hat, die Möglichkeit hat, das zu machen. Alles klar. Dankeschön. Das war's mit dem Panel Wikipedia. Wie regeln wir das? Danke Kilian, danke Andreas, danke Theresa und danke Maria. Das war danke eine schöne Diskussion. Danke wirklich, an dich. War toll. Und ich wünsche euch alles Gute fürs das weitere am 29. 29. August, 19 Uhr am Tempelhofer Ufer 23. Das ist die Wikimedia-Geschäftsstelle. Sehr gut. Ein wunderschöner Bau, genau gegenüber von der U1 in der Nähe vom Technikmuseum. Eine schöne Stelle. Gut, das war der Werbeblock. Wir machen hier weiter um 18 Uhr mit dem Abschlussvortrag zur Zukunft des freien Wissens. Bis gleich. Danke.